So, das hier nennt man Architektur. Ich liebe das, dass die Spanier Milliarden ausgeben für Architektur. Ich liebe es. Es ist wie in Singapur. Man hat das Gefühl, es wird in die Architektur auch investiert. Und nicht wie in Deutschland, nur dass das Gebäude irgendwie aussieht. Es ist, man fühlt sich wie in Singapur. Es ist genial. Auch die Wissenschaftsstadt. Über 1 Milliarde Euro hat man dafür investiert. Über 1 Milliarde Euro. Und das ist das Ergebnis. Riesig. 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 Die Einkaufscenter sind genauso riesig wie in Portugal. In Portugal. Portugal hat auch diese XXXL Shopping Center in Lissabon. Gewaltig. Gewaltig. Das ist ein Hotel, Primus. Ein ganz schickes Hotel in Valencia. Ne? Ja. Hier ist alles spitzenmäßig. Hier ist alles gut in Spanien. Du hast die Sonne, du hast die Ruhe vor scheiß Roma-Bettlern, den ganzen Müll hast du hier nicht. Du wirst in Ruhe gelassen. Du wirst in Ruhe gelassen von irgendwelchen komischen Ausländern. Das ist genial. Nicht wie in Deutschland, wo du alle 5 Minuten von irgendwelchen scheiß Türken belästigt wirst. So. Hier hast du wirklich deine Ruhe vor diesem dummen Volk. Das Einkaufscenter ist riesengroß. Ne? Man erkennt es schon. Aber ich liebe es. Ich liebe es wegen seiner Offenheit, wegen seiner Größe, weil es mich immer wieder an das eine Einkaufscenter in Portugal erinnert. Immer wieder. Es ist irre. Es ist einfach irre. Irre, irre, irre. Irre, irre, irre. Komm. Ja, das mögen die kleinen Kinder gerne, ne? Das mögen die kleinen Kinder gerne. Hier ist ein Orangeladen. Ja. Ist schon toll, was man hier auf die Beine gestellt hat. Es ist wirklich Wahnsinn. Da hinten ist Movistar.
Ne? Ja. Okay.